Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Faes. Und ja, wir haben es in der letzten Folge hier die Bücherei geschafft oder zuerst das Artefakt gefunden, was wir leider kein bisschen verstehen können. Wahrscheinlich sind dafür doch die anderen Artefakte vonnöten. Aber ja, dafür haben wir auf jeden Fall hier alles abgeschlossen. Jetzt müssen wir zur Uhr zurück und da noch alles fertig machen. Und zur Uhr müssten wir hier zurückkommen. Genau. Da geht's hoch. Oder auch nicht. Hochmut vor dem Fall. Ja, da steht wieder so ein alter Text. Ein Zeitschalter. Zeitschalter kann man aufziehen. Ja, ja, drücke, bis er aufgezogen ist. Ja, den können wir jetzt soweit aufziehen. So, jetzt fängt da die super tolle Musik an. Jetzt müssen wir hier hochklettern. So, weil wir jetzt hier oben hin müssen. Und das hier ist jetzt nicht zeitgeschaltet, sondern einfach... Ups. Ja, ja, ein Zeitschalter. So, nochmal den Zeitschalter betätigen. Dann müssen wir hier hoch und wenn er abgelaufen ist, dreht sich alles wieder normal hin. So. Auf der Insel ist nichts. So, genau. Damit kann ich jetzt leider nicht viel anfangen, sondern eher mit dem Stück. So. Und hier ist eine ziemlich komische Uhr. Und da ist jetzt gerade... Ah ja, mit denen heben wir die Dinger an. Aua. Ja, ja, den Zeitschalter will ich gerade erstmal nicht. Ich will erstmal wieder hierhin zurück. Hier ist grau, hier ist grün. Was sagt denn Dot dazu? Hallo Gomez, weißt du, wie spät es ist? Es ist Würfelzeit. Okay. Also irgendwie ist das gerade ziemlich random, wie der blaue Würfel hier spawnt. Will ihn trotzdem haben. Der graue Zeiger bewegt sich gerade nicht, nur der rote Zeiger bewegt sich. Warten wir mal ab, was passiert, wenn der rote Zeiger... Genau. Haha. Okay, jetzt haben wir gerade den roten Zeiger getötet.
Versuchen wir jetzt nochmal das mit der Zeitschaltuhr hier. Ja, wir beeilen uns ja. So. So. Wow, war knapp. Und jawohl. Noch einen gelben Würfel gesammelt. Aber wir haben hier noch nicht alles gelöst. Oder müssen wir hier durchgehen? Gucken wir mal. Wenn wir hier durch müssen, landen wir ja eh nur... wo landen wir? Ja, genau, wir landen hier. Also wir haben noch nicht alles erledigt dort drüben. Deswegen geht's gerade mal wieder zurück. Autsch. Geschafft. Da waren wir schon drin. Das da hätten wir noch zu lösen. Ups. Das hätte jetzt wieder ins Auge gehen können. Der Vogel fliegt vor uns weg. Aber wollen wir ihm doch nichts Böses. Also ich wünschte ehrlich, wir könnten entziffern, was hier steht. Ja, ich verwechsel immer linke Control mit linker Steuerung. Jupp, ticker, ticker, tick. So, und jetzt wieder hier hoch. Ich habe nämlich noch das Gefühl, dass noch was mit den Zeigern da oben ist. Weil es kann ja nicht sein, dass der rote Zeiger der einzige war, der getickt hat. Oder doch? Also die anderen bewegen sich leider irgendwie nicht. Naja, ich weiß, dass es Würfelzeit ist. Aber nö, die Zeiger bewegen sich nicht mehr scheinbar. Das ist jetzt etwas doof. Hier sind auch keine besonderen Türen mehr oder so. Uah, aua. Hier unten ist auch nichts Besonderes mehr, so wie ich das sehe. Eben nur durch dieser Text. Hier ist nichts. Nein, dann können wir wieder zurückgehen. Dann bleibt das für fürs Let's Clear übrig, ja? Ja, scheint so. Da wäre die letzte große Nexus. In dem Raum ist noch ein Geheimnis. Na gut, gehen wir jetzt mal zum nächsten Gebiet. Das... Wo liegt? Gucken wir mal kurz. Da liegt eins. Ist das das? Ja, das ist das, zu dem wir müssen.
würde ich mal tippen. Nein, da geht's zurück. Da geht's zurück. Ja. Geht's dann durch diese Tür hier weiter in das Gebiet? Nein. Das war die Tür. Da ist keine Tür. Und hier unten ist sowieso nichts. Ja, haben wir das geprüft. Haben wir nicht mehr viel Auswahl an Türen. Die Tür da oben könnte es noch sein. Hops. 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 Bäh. Aua. Da oben ist jedenfalls die Portaltür und nein. Das war auch die falsche Tür. Wie kommt man da hinten hin? Achso, hier gibt es ja auch noch ein Gebiet. Wahrscheinlich ist das Gebiet da damit gemeint. Ja, kann sein. Das war dafür aber die falsche Tür. Aber ich will mir mal kurz die Wandmalerreiter ansehen, die ich da gerade gesehen habe. Achso. Ein König und dann irgendwelche Festträger. Dann welche mit Stirnbändern. Ja, okay. So, da lang wollen wir. Ah, hier ist ja so eine Tür. Guck mal an, die können wir jetzt aufmachen. Und die hat uns wohin gebracht? Dahin. Ich will aber darüber eigentlich. Würde ich liebend gerne. Keine Tür. Der da oben waren wir. Da ist eine Tür. Ja, jetzt sind wir hier. Und da ist wieder ein Zeitschalter, würde ich mal sagen. Hier ist erstmal nichts soweit. Na, dann drehen wir mal. Okay. Klick. Nein, nicht gut. Zeitschalter, ja. So, und jetzt Beeilung. Wie geht das? Wie soll das bitte gehen? Ach, ich verstehe schon. Das hier ist jetzt auch wieder ein bisschen logischer Denken, würde ich sagen. So nämlich hier hochklettern. Und dann weiter. Ja. Aua. Ah, ich glaube, ich habe schon verstanden. So nämlich. Genau so. Okay, nächster. So, und jetzt hier hochklettern einfach.
Aber jetzt weiß ich. Boing. Okay, ich hätte es doch gewusst. So, hier wieder hoch. Komm etwas schneller, Gomez. Und jetzt hier rüber. Und wir haben es geschafft, Gomez. Nächster. So, wieder so drehen und hochklettern. Und, ouch. Nebenbei, wir können mal darüber gucken kurz. Ja, genau, weil hier gibt es nämlich rein. Beziehungsweise hier geht es nach da hinten. Ah, wieder ein Grafikglitch. Ah, jetzt sind wir hier. Und hier geht es noch weiter. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns dann erst in der nächsten Folge an. Bis dann.